Schön. Wenn der katholische Priester und Jugendseelsorger Norbert Fink im Gottesdienst predigt, kann man sich kaum vorstellen, dass er in seiner Freizeit auf der Bühne rockt. Und zwar als Elvis Presley. Als Double tritt der 37-Jährige auf Geburtstagsfeten oder auch Hochzeitsfeiern mit vollem Körpereinsatz auf. Mit Hüftschwung und im Rock'n'Roll-Look der 70er. Bei seinem Auftritt als Elvis-Imitator gibt Norbert Fink für die Gäste einer Hochzeitsgesellschaft alles. Dabei schlägt der 37-Jährige normalerweise eher bedächtige Töne an als katholischer Pfarrer der St. Franziskus Kirchengemeinde in Gummersbach. Kein Widerspruch für den Geistlichen, im Gegenteil. Ich glaube, es passt sehr gut zusammen. Wir könnten viel lernen von Entertainern, weil ein Priester auch dafür da ist, einen Kontakt herzustellen zwischen den Menschen, aber auch zwischen Gott und den Menschen. Und ein Entertainer muss auch einen Kontakt herstellen zwischen sich und dem Publikum und Menschen etwas Gutes mit auf den Weg geben. Jesus thront über Rock'n'Roll, ein Papstfoto neben Souvenirs mit Elvis Presley. Auch die Wohnung von Norbert Fink macht klar, hier sind zwei Leidenschaften zu Hause. Über 40 DVDs, Schallplatten und etliche Erinnerungsfotos von seinen Reisen rund um den King haben sich in den letzten 3 Jahrzehnten angesammelt. Ob zu einem Revival-Festival oder zu Elvis' Todestag nach Memphis in Tennessee. Robert Fink reist um die ganze Welt, um seinem Idol näher zu sein. Die Eltern des Priesters unterstützen ihren Sohn bei seinem Hobby, doch scherzhaft beichtet Vater Andreas: Ja, eigentlich gefällt mir das, aber manchmal mache ich mir Sorgen, dass der sich mehr um seine Leidenschaft kümmert als um seine Berufung. Tala auf der einen, Tolle auf der anderen Seite. Für den Gemeindepfarrer aus Gummersbach ist diese ungewöhnliche Kombination bereits seit 10 Jahren problemlos möglich. Auch während der Messe swingt immer ein klein wenig Elvis im Priester mit. Dafür hat Norbert Fink seine ganz eigene Erklärung. Ich glaube, das ist bei mir im Blut drin, kann ich gar nicht anders. Als mich, wenn Musik da ist und die Musik ist rhythmisch, dann muss ich mich bewegen. Ob ich jetzt zu Hause bin, im Gottesdienst oder wo auch immer. Man muss nicht Elvis sein oder Fan, um ein Priester zu sein, aber es hilft schon viel. Man kann viel von Elvis lernen, was es bedeutet, Menschen zu begeistern, Menschen zu motivieren für etwas, Menschen in Bewegung zu bringen. Ich meine, der war der Meister, der es vorgemacht hat. Und das war auch sein Anliegen und auch mein Anliegen. Mit seinem Auftritt als Elvis-Double gelingt es dem Herrn Pfarrer, auch an diesem Abend sein Publikum zu begeistern. Morgens hat er das Brautpaar gesegnet, abends lässt er für die Damen die Hüften kreisen. Die Hochzeitsgäste sind von Finks Show beeindruckt. Also ich finde es super, dass er es überhaupt macht. Macht ja auch nicht jeder, den Mut zu haben, sogar vor eine Gesellschaft zu treten und dann da was zu machen. Also ich finde es super. Das ist ganz toll, dass jetzt auch mal so ein Priester sich von anderer Seite zeigt. Zu gerne tauscht Norbert Fink seinen Talar gegen ein Glitzersacko. Der Lebensstil des 37-Jährigen sorgt bei manchen Gemeindemitgliedern immer mal wieder für wenig Verständnis und heftiges Kopfschütteln. Für den Hobby-Elvis aber steht fest: Mir ist als Priester auch viel Vollmacht gegeben, den Glauben zu gestalten und Kirche zu leben. Und eben auch diese Möglichkeit, Kirche so zu leben, dass man andere Aspekte der Popkultur, wie zum Beispiel Elvis, mit reinbringt. Also Kirche muss nicht vertrocknet und alt sein, sondern Kirche ist das, was der Mensch draus macht. Bis spät in die Nacht begeistert der King of Rock'n'Roll von der Kanzel sein Publikum. Morgens hat Norbert Fink seinen nächsten Auftritt bei der Frühmesse. Dann aber wieder als Priester am Altar und im Talar. Ja, das war's von uns für heute.